Die Atmosphäre im Backstage-Bereich wirkt entspannt. In knapp 60 Minuten werden Stefanie, Andreas, Johannes und Thomas, die vier von Silbermond, auf der Bühne stehen. Zeit, um sich am Tresen ein Wasser zu holen, die Gelegenheit, letzte Absprachen für den Auftritt zu treffen. Sind doch Handtücher auf der Bühne? Ja, selbstverständlich, auf den Endsloch. Rudi. Ja, Thomas, auf den Endsloch. Mittendrin im Geschehen drei Fernsehteams, Bravo TV, das ZDF und wir. Erstaunlich gut stecken die jungen Musiker aus der Oberlausitz auch das weg. Und so bekennt sich die Band Silbermond, Wegbereiter für eine völlig neue Musikergeneration, auch zu ihrem Lampenfieber, allerdings erfrischend anders als andere aus der Szene. Also wir sind halt natürlich heute besonders aufgeregt, weil es ist das erste Konzert von unserer allerersten eigenen Tour und ist natürlich was ganz anderes, als wenn du bei irgendjemandem als Support mit dabei bist oder so. Also weil die Leute kommen extra wegen dir und die haben natürlich auch eine gewisse Erwartung. Und ich kämpf mich durch die Nacht, hab keine Ahnung, was du mit mir machst. Ich krieg dich nicht aus meinem Kopf und dabei bin ich. Die vier sind überraschend bescheiden und das, obwohl sie schon mittendrin sind, ganz groß rauszukommen. Immerhin liegen sie unter anderem seit Wochen in den Hörercharts mit Durch die Nacht bei Enjoy auf Platz 1 und ihr Videoclip läuft bei Viva auf und ab. Die Gefahr, dadurch abzuheben, besteht nicht. Das sind einfach ganz normale Jugendliche, junge Erwachsene, die halt gern Musik machen und das ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. So blöd, wie es klingt, aber wie gesagt, wir sind mit dem gleichen Spaß dabei wie vor 6 Jahren, als wir uns kennengelernt haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man muss sich den Spaß in der Musik bewahren und man darf nicht vergessen, dass es einem nicht zu einem besonderen Menschen macht, wenn man auf der Bühne steht. Man hat genauso seine Fehler, seine Schwächen und von daher. Was sie mit ihrer Musik bewegen, können sie bei ihrem ersten Tourenauftritt in Zittau hautnah spüren. 800 Zuschauer flippen vor Begeisterung aus, singen und tanzen mit und die Band und ihr Publikum werden eins. Der Veranstalter Star Club musste aufgrund der großen Kartennachfrage kurzfristig vom Zittauer Club in die weitaus größere Matokro-Halle ausweichen. Wie dieses Konzert sind weitere Auftritte in Berlin und anderen Städten schon ausverkauft. Bis Ende Januar werden die vier fast täglich auf der Bühne stehen. Um fit zu bleiben, benutzen sie erstaunlich einfache Mittel. Wir nehmen halt Drogen, aber biologische, gesunde Drogen wie Vitamintabletten oder Orangen. Also viel Vitamine, so Sport. Also manche, oder? Thomas macht Sport? Ja, also Johannes hat sich praktisch vorgenommen, jetzt auf der Tour alle 2 Tage joggen zu gehen. Ich kann mich aber... Also eigentlich habe ich mir vorgenommen, jeden Tag zu gehen, aber da ich weiß, dass ich immer zu faul bin, sage ich schon lieber, es wird wahrscheinlich eher jeden zweiten Tag. Aber wie gesagt, er hat sich das schon mal vorgenommen und dann war er, innerhalb von einem Monat war er dann einmal joggen gewesen. Wer die Band Silbermond einmal erlebt hat, verlässt das Konzert mit einem fantastischen Kick. Die vier haben mit ihren Liedern das ausgesprochen, was die heutige Jugend, aber auch Generationen davor träumten und so mancher sich doch nicht traute. Sich nicht anzupassen, das zu tun, was gefällt und, wenn irgendwas nicht passt, es passend zu machen. Silbermond macht Mut zum Leben, überaus sensibel, aber auch mit lautstarkem Rock. Also ich wünsche mir, dass ich immer, wenn ich zu Hause wieder nach Hause zurückkomme, dass dann alles noch genauso ist, wie bevor ich gefahren bin. Weil ich glaube, es ist irgendwie so krass, wenn man so viel unterwegs ist und man kommt dann vielleicht zurück und dann ist irgendwas anders. Zum Beispiel, dass eine Person, die du halt magst, nicht mehr da ist, dann ist es, glaube ich, nicht so schön. Im alten Tourenbus von Silbermond befinden sich 10 Schlafplätze, keine Dusche, kein WC. In Berlin wohnen die vier gegenwärtig in einem Zimmer, denn ohne Einkommenserklärung keine Wohnung. Außerdem sind Musiker laut den Vermietern zu laut. Die paar Möbel der 3 Jungs stehen im Keller von Stefanie. Trotz alledem sind alle 4 glücklich. Und dabei